und ich flieg. Flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Läufer. Und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Wow. Erste Citylauf in Heidenau, neues Projekt. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, wir wollten einfach, weil es Schwimmen immer so in der Schwimmhalle ist, wir wollten einfach immer auf die Straße raus und Schwimmbad haben wir jetzt hier auf der Straße nicht. Wir haben dann auch mit dem Zentrumsmanagement immer mal so rumgesponnen, man könnte da einmal eine Stufveranstaltung im Stadtzentrum machen und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, Citylauf zu machen und letztes Jahr sind wir dann mal ins Detail gegangen und haben so eine kleine Konzeption erstellt, was man machen kann, Kinderläufe, 10-Kilometer-Läufe und das ist am Ende dabei rausgekommen. Noch ein bisschen aufgeregt vor dem ersten Mal, wie das angenommen wird und sind hellauf begeistert, dass es am Ende über 220 Teilnehmer geworden sind. Wir haben tolles Wetter, wir haben viele Kinder hier auf dem Platz, wir haben echt tolle Partner gefunden. Das war ja auch die erste Aufgabe, erstmal zu überlegen, was will man machen in Citylauf. Und jetzt muss man Partner suchen, die ihn dabei unterstützen, weil als Verein allein kann man sowas nicht stemmen. Man braucht Sponsoren, man braucht Partner, die ihn bei der Durchführung unterstützen. Die Werbeagentur Kunsch hat uns bei der Organisation tatkräftig unterstützt und beim Marketing. Die Partner, die wir jetzt haben, sind super. Wir hatten sogar schon einige Zusagen, die gesagt haben, okay, nächstes Jahr wollen wir das wieder machen. Und ich denke mal, da können wir schon zufrieden sein. Ich bin 9 Jahre alt und habe bei den 2 Kilometern mitgemacht. Ich bin 14. geworden. Das Wetter war super. Es war ein bisschen wärmer als jetzt, lief sich erst gut. Auch die Straßen sind ja sehr gut geeignet zum Laufen und es war gelungen. Ja, also ich muss sagen, das hat der Lars oder allgemein, der geht sehr, sehr gut organisiert und mehr Läufer wie eigentlich erwartet. Super Wetter, klasse gemacht, sehr schön. Unsere ersten 3 Platzierten über die 10 Kilometer. Tolle Sache und natürlich auch nochmal ein Dankeschön an alle, die mitgelaufen sind.